sehr geehrter Herr Gierenburg, liebe Gäste aus den Sportverbänden, Vereinen, liebe Sponsoren, Partner, Unterstützer, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Hamburger LGBT-Community und natürlich liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dear participants of the IGLFA European Championship. Our Gay Lesbian Sports Club Startschuss is proud to have the chance to host the IGLFA European Championship, and in the name of the club I want to welcome you, all of you today. It's nice to have you here, we're looking forward to a challenging competition and a diverse celebration of football with you. Es ist hier ein großes Wiedersehen des schwul-lesbischen Fußballs. Über die Jahre sind bei diesen Turnieren Freundschaften gewachsen. Man spürt, wann immer man da ist, diesen besonderen Charakter, diese spezielle solidarische Atmosphäre. Und auch wenn es manchen, das kann man auch klar sagen, manchen nur hier um den Spaß an diesem faszinierenden Sport und um die Freundschaft geht, natürlich ist das auch immer politisch, wenn wir so auftreten. Jedenfalls, solange es im Fußball noch Diskriminierung und Ausgrenzung gegenüber Homosexuellen gibt. Unser Sportverein Startschuss mit seinen mittlerweile 16 Abteilungen, nicht von A bis Z, aber immerhin von B bis Y, von Badminton bis Yoga, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Und das gesellschaftliche Klima war damals deutlich feindlicher als jetzt. Mittlerweile ist es in Hamburg, Deutschland und vielen anderen Ländern ohne Frage besser geworden. Aber trotzdem, es kommen immer noch Menschen zu unserem Verein, weil sie sich vom Fußball da draußen nicht aufgenommen fühlen. Weil sie Angst haben oder weil sie auch einfach keine Lust mehr haben, sich immer wieder erklären zu müssen und trotzdem nicht verstanden zu werden. In den 2 Jahren Vorbereitungszeit für dieses Turnier haben wir von Startschuss viele Unterstützer gewonnen, die heute hier sind und die ich herzlich willkommen heiße. Wir haben die Unterstützung der Hamburger Politik. Wir begrüßen Vertreter der 3 Profiklubs im Norden, Vertreter vom Hamburger SV, dem FC St. Pauli und von Werder Bremen. Zum Hamburger Fußballverband haben wir seit Jahren sowieso einen guten Draht und wir haben in der Vorbereitung dieses Turniers ohne Übertreibung unsere Zusammenarbeit nochmal auf ein neues Level gehoben. Und auch der DFB zeigt unmissverständlich Flagge durch die Teilnahme seines Vizepräsidenten Eugen Gierenburg. Sie alle tragen unser Anliegen heute mit und treten mit ihrem Namen dafür ein, für einen Sport ohne Diskriminierung. Und von so einer Unterstützung konnten unsere Vereinsgründer vor 25 Jahren nur träumen. Das Spiel ändert sich. The game is changing. Das ist unser Motto. Die IGLFA European Championship führt aber auch auf traurige Art vor Augen. Das Spiel ändert sich nicht für alle in derselben Geschwindigkeit und für einige von uns sogar in die falsche Richtung. Homosexuelle in Russland leben in ständiger Angst, ihren Job zu verlieren, verprügelt zu werden. Gesetzesparagraphen sorgen dafür, dass schwules und lesbisches Leben im Ergebnis dann zur Unsichtbarkeit verdammt ist. Und Hetzreden von Politik und Kirchen schaffen ein Klima, in dem Gewalt gegen Homosexuelle einfach hingenommen wird. Boys and girls of the Moscow Minders, the FC Krylia, Team Atlanta from St. Petersburg, we hope you can forget your struggles for a few days and enjoy some carefree football matches. We are here to support you and we would like to thank the Werder Bremen Foundation and our sponsors for their generous help to make it possible for you to be here today. Was dem Fußball fehlt und warum ist es bis heute nicht gelungen, dass schwule Spieler angstfrei ihren Freund zur Weihnachtsfeier mitbringen können? Und warum unterscheiden sich die Betrachtungsweisen so stark? Manche sagen, wir haben doch Normalität, da brauchen wir gar nicht so darüber zu reden. Und doch werden auch heute noch Spieler aus der Kabine gemobbt und Spielerinnen als Kampflesben verschrieben. Der Fußball muss ein eigenes Interesse haben, dass das aufhört. Wie viele Talente sind dem DFB verloren gegangen, weil Teenager im Coming-out nicht mehr sicher waren, ob für sie im Fußball Platz ist? Den Weg in die Leistungsspitze zu gehen und im Jugendinternat rund um die Uhr ein persönliches Geheimnis schützen zu müssen? Das ist unter solchen Umständen eine Entscheidung, die nicht leicht fällt. Die Wirtschaft hat längst erkannt, dass sich eine Förderung von Vielfalt auszahlt. Diversity Management ist da das Stichwort. Die Unternehmen schaffen ein Klima, das Diskriminierung, in dem Diskriminierung konsequent geahndet wird und sich jeder aufgehoben fühlen kann. Denn Leistungen am Arbeitsplatz und eine wertschätzende Atmosphäre gehen Hand in Hand. Amerikanische Unternehmen sind uns da weit voraus und wo wir schon dabei sind, wir danken dann Facebook für die Unterstützung bei dieser Eröffnungsveranstaltung heute hier. Das Gefühl, dazuzugehören, ist am Arbeitsplatz genauso wichtig wie im Fußball. Doch der Fußball leidet hier an einer Sprachlosigkeit. Wer homosexuell ist und sich fremd fühlt,
der offenbart sich erst dann, wenn er das Risiko einschätzen kann, das damit verbunden ist. Ich will das mal am Beispiel meines eigenen Coming-outs erklären. Als ich Anfang 20 war, habe ich meine Eltern dann dabei beobachtet erstmal, ob sie das irgendwie kommentieren, wenn im Fernsehen was über Schwule und Lesben läuft. Ich habe die Ohren gespitzt bei der Arbeit, was meine Kollegen sagen. Damals hatte sich Ricky Martin gerade geoutet. Und so erfuhr ich dann, dass das wohl schon in Ordnung gehen würde, wenn auch ich schwul bin. Und so ähnlich ging das, glaube ich, auch vielen ungeouteten Amateurfußballern nach dem Coming-out von Thomas Hitzesberger. Jeder Stammtisch auf dem letzten Dorf hat damals darüber gesprochen und für viele Schwule war das aber das erste Mal, dass sie ihre Mannschaftskameraden dabei erleben konnten, wie die sich zum Thema verhalten, wenn es konkret wird. Viele haben dann Vertrauen gefasst und Mut gefunden und das war schon ein großer Fortschritt und wir müssen nicht immer so enttäuscht sagen, nach anderthalb Jahre später gibt es keinen offenen schwulen Fußballprofi. Der Tag wird kommen. Aber was ich sagen will, wir brauchen viel mehr solcher Situationen, dass sich der Fußball irgendwie zu dem Thema überhaupt einmal verhält. Ja, das ist auch immer schwierig und immer ein Balanceakt, aber dass Sie hier sind, Herr Gehlenborg, ist ein starkes Signal. An die DFB-Vizepräsident auf einem Turnier von Schwulen und Lesben, das wäre vor nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen. Solche Symbole brauchen wir. Oliver Kahn hat gesagt, wir brauchen Eier. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Satz nur deshalb nicht sagen darf, weil wir hier im Homo-Kontext unterwegs sind. Aber dann würde ich mich ja selbst diskriminieren. Nein, ganz im Ernst, es passt doch, wir brauchen Eier. Damit ist gemeint, ich wünsche mir mehr Haltung. Diversity Management in Unternehmen ist auch ein Top-Down-Konzept. Das muss von Führungskräften vorgelebt werden. Ich habe eine leise Ahnung von Verbänden und Vereinen, von den Befürchtungen in den Verbänden und Vereinen, man könnte sich Ärger einhandeln wegen einer vermeintlichen Überbetonung und dass es langsam mal gut sein müsste mit dem Schwulen und Lesben. Aber die Leute, die sowas sagen, sind dieselben Menschen, denen nicht auffällt, an wie vielen Tagen im Jahr der Fußball sich explizit heterosexuell verhält, an wie vielen Tagen im Jahr es in den Zeitungen die Spielerfrauen geht. Und, das muss man auch sagen, oftmals steht hinter solchem Gedankengut, dass es allmählich mal gut ist, eine Einstellung, dass Homosexualität nur dann akzeptiert wird, wenn sie versteckt wird. Normalität ist eben nicht Verschweigen, sondern ein selbstverständlicher Umgang wie mit dem Wetter. Daniel Bresche ist Torwart aus Nordrhein-Westfalen und spielt an diesem Wochenende mit bei unserem Turnier. Er hat mal ein sehr kluges Interview gegeben. Ich weiß gar nicht, warum mir Hilfe angeboten wird, weil ich schwul bin. Hilfe bräuchten doch eigentlich diejenigen, die das nicht akzeptieren können. Und hier wünsche ich mir mehr Klarheit und Klartext von allen im Fußball, die Autorität haben. Funktionäre, Trainer, Führungsspieler. Wenn jemand nicht in die Dusche will, weil dort ein schwuler Mitspieler steht, dem muss eben klar gemacht werden, dass das doch nicht das Problem des schwulen Mitspielers sein kann. Homophobe Sprüche dürfen nicht bagatellisiert werden. Und meine Damen und Herren, wenn jemand Ihnen dumm kommt, nur weil einmal im Jahr beim Fußballspiel von Werder Bremen gegen Mainz als Ex-Fan vier Regenbogenflaggen im Rasen stecken, ja, wer sich daran stört, der hat bezüglich der Werte des Fußballs Nachholbedarf. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema und vor allem, wenn man da nicht geübt ist, diese Art dieses konsequenten Einschreitens muss halt auch ein bisschen geübt werden und es müssen Leute dazu befähigt werden. Und darum finde ich es gut, dass es Projekte gibt, wie von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Fußball für Vielfalt, wo es eben genau da mit dazugehört, in Modulen Leute dazu animieren, sich zu diesem Thema korrekt zu verhalten. Ich bin überwältigt, wie es uns gelungen ist, für dieses Turnier unsere beiden großen Ziele zu erreichen. Wir wollten für unsere Sportlerinnen und Sportler eine tolle Atmosphäre mit exzellenten Bedingungen, die wir in Norderstedt beim HSV vorfinden, wo es einfach Spaß macht, Fußball zu spielen. Und wir wollten die Chance nutzen, dieses Thema auch einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Auch das gelingt vortrefflich. Ich bin stolz auf dieses großartige Team, in dem sich seit 2 Jahren jeder mit seinen Fähigkeiten, seiner Expertise, mit seinem Charakter und manchmal auch viel Temperament eingebracht hat. Für mich persönlich muss ich sagen, dass dieses Turnier das Größte und Wichtigste ist, was ich in meinem Leben je auf die Beine gestellt habe. Das ist fantastisch zu sehen, wie unsere Pläne in diesen Tagen aufgehen. Aber am Sonntag wird dieses Turnier vorbei sein. Dann muss es trotzdem weitergehen, bloß auf andere Art und Weise.
Wir wollten heute hier mit dieser Veranstaltung auch einen Platz für Begegnungen schaffen und haben bewusst viele eingeladen, die mit dem Thema Homophobie im Sport sonst nicht so in Berührung kommen. Ich hoffe, dass Sie im Anschluss an die nächsten beiden Redner auch noch tolle Gespräche führen und dass Sie mitnehmen, dass es immer noch Menschen gibt, die ihren Platz im Fußball, diesen großartigen Sport, suchen und dass Sie selbst auch mit Kleinigkeiten im Alltag ganz viel dazu beitragen können, dass diese einen Platz finden und sich willkommen fühlen. Normalität ist nicht verschweigen. Vielen Dank.